Heute geht's nach Porto. Wie ihr dem Titel wahrscheinlich schon entnommen habt, versuchen wir den allerersten Reisevlog mit ChatGPT zu erstellen. Über ChatGPT muss ich wahrscheinlich nicht mehr viel erzählen, das kennen höchstwahrscheinlich die meisten von euch. Falls nicht, informiert euch gerne mal darüber. Nur mal so ganz kurz angerissen, ChatGPT ist eine künstliche Intelligenz der Firma OpenAI und so clever, dass man das Gefühl hat, man chattet mit einem echten Menschen. Das birgt natürlich sehr viele Nachteile, aber auch Vorteile und ich möchte heute die Vorteile einfach nutzen. Wir haben nämlich ziemlich viel um die Ohren gehabt die letzte Zeit und wir versuchen, wenn wir ein YouTube-Video drehen, immer ein bisschen zu skripten und ein Drehbuch zu schreiben und uns ein paar Gedanken zu machen. Was zeigen wir eigentlich? Diese Woche hat das nicht ganz so gut geklappt. Wir haben euch in der letzten Woche erzählt, was wir in Zukunft vorhaben und diese Woche war richtig eng getaktet. Ja, und jetzt sind wir auf einmal in Porto und wir wissen gar nicht, was machen wir hier und was für ein Video machen wir. Also fragen wir ChatGPT nach Hilfe und wie das funktioniert und ob das ein cooles Video wird, ja, das sehen wir alle am Ende unseres kleinen Porto-Ausflugs. Ich setze mich mal an den Computer und schau mal, ob ChatGPT überhaupt Lust hat, mit uns mitzureisen. Ja, aber by the way, hoffe ich, dass ihr Lust habt, mit uns mitzureisen und bis zum Schluss dann auch dran bleibt, damit wir sehen, wie der erste ChatGPT-Reisevlog denn überhaupt verläuft. Dann würde ich mal sagen, gehen wir direkt mal auf die Webseite. Ich habe mich da schon vor einigen Wochen mal angemeldet. Ich finde das eigentlich eine ziemlich coole Sache, weil ChatGPT kann einem viel Arbeit abnehmen. Sobald ich hier drinne bin, kann ich mit ChatGPT quasi reden wie mit einem echten Menschen. Wir kennen das ja alle von Google. Google sagt, wir fragen Google irgendetwas, müssen uns dann aber die Informationen aus den jeweiligen Webseiten, die uns Google präsentiert, heraussuchen bei ChatGPT. Kriegen wir da eine komplette Antwort. Und ich möchte ChatGPT jetzt fragen, ob es Lust hat, mit uns zu reisen. Und er sagt auch schon, dass er natürlich als virtueller Assistent nicht reisen kann, aber er uns gerne mit Reisenplänen hilft und uns Tipps und Empfehlungen gibt. Ja, genau das brauchen wir, ja. Also ChatGPT freut sich drauf, uns bei dem Reisevlog zu unterstützen und spuckt uns auch schon gleich ein paar Infos raus. Also schon spannend. Ja, also er hat uns jetzt hier einfach ein paar Aktivitäten gegeben. Und jetzt haben wir einfach nur so ein paar Aktivitäten, aber jetzt noch nicht wirklich ein Drehbuch bzw. ein Skript. Da gehört ja noch ein bisschen mehr dazu. Ich versuche das nochmal aus ChatGPT rauszukitzeln. Ja, ich glaube, jetzt haben wir ein fertiges Drehbuch und Skript. Wir versuchen das mal durchzuziehen in Porto. Hin und wieder werden wir wahrscheinlich noch ChatGPT fragen, was es denn für Antwort und für Hinweise einfach uns dann ausspuckt, wenn wir dort sind. Ich bin da sehr gespannt. Auf jeden Fall kann es jetzt losgehen mit unserer Reise durch Porto. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja, wir stehen hier mitten in Porto auf einem kleinen Parkplatz. Und wir dürfen hier für 18 Euro dürfen wir 24 Stunden stehen. Es gibt sogar eine Dusche und wir sind hier wirklich, wirklich in der Stadtmitte. Also ich glaube, in 10 Minuten sind wir richtig im Zentrum. Es ist richtig schön, dass es das gibt. Der Besitzer des Parkplatzes, Emanuel, ein richtig klasse Typ, weist einen ein und man parkt hier bis auf den Millimeter genau. Also fühlen uns schon sehr wohl hier und wollten eigentlich heute Nachmittag weiterfahren, aber wir werden hier auf jeden Fall über Nacht bleiben und ist ja auch schön, mitten in Porto mal aufzuwachen. ChatGPT sagt uns, dass unsere Reise früh am Morgen beginnt. Früh am Morgen ist es jetzt nicht mehr. Auch in der Nähe eines Strandes, ja, da sind wir heute Morgen zwar aufgewacht, aber ja, das Video beginnt halt erst hier, deswegen habe ich davon keine Videoaufnahmen. Auf jeden Fall sagt ChatGPT auch, dass wir hier den Platz zeigen sollen, an dem unser Van steht. Und das ist ein wunderschöner Parkplatz mitten in der Stadt. Ich glaube wirklich, in 10 Minuten sind wir im Zentrum und wir zahlen hier 18 Euro für 24 Stunden oder 1,70 Euro für eine Stunde. Und der Platz ist bewacht und der Besitzer des Platzes, Emanuel, ein richtig cooler Typ. Der weist jeden Van oder jedes Auto eben direkt ein, sodass man hier gefahrenlos parken kann und auch wieder rauskommt. Weil ihr seht, das ist ein ganz kleiner Parkplatz. ChatGPT sagt, ja, dass wir heute ein paar richtig coole Sehenswürdigkeiten sehen werden. Eine Promenade, eine Station, ein Palast und auch diverse Kirchen. Aber ihr kennt uns. Bevor wir loslegen, brauchen wir erstmal Kaffee. Und 600 Meter von hier entfernt ist ein Spezialitätenkaffee. Und da geht's zuerst hin. Liebe Grüße aus Porto.
So, der Kaffee hier war richtig lecker. Und jetzt werden wir uns aber mal darum kümmern, was ChatGPT uns quasi ins Drehbuch geschrieben hat. Und zwar hat er uns ja gesagt, dass wir hier so einige Sehenswürdigkeiten besuchen. Als erste Aktivität steht hier Besichtigung des Klerigosch-Turms. Ja, wir werden jetzt aber Aktivität 1 weiter nach hinten schieben, weil ich habe gerade auf der Karte gesehen, das ist ja ganz am Ende, also da würden wir die ganzen anderen Aktivitäten, da würden wir dran vorbeilaufen. Die wollen wir natürlich mitnehmen, deswegen kommt jetzt erstmal Aktivität 2 von ChatGPT vorgeschlagen. Also ChatGPT sagt, wir sollen ins Ribera-Viertel und das ist auf der anderen Seite. Und ja, jetzt gucken wir mal, wie wir da hinkommen. Ich glaube, wir müssen über die Brücke. Auf jeden Fall ist es richtig schön hier. Das ist das, was ChatGPT über das Viertel sagt. Das Ribera-Viertel ist eines der ältesten und malerischsten Viertel in Porto und gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Cool, das wusste ich gar nicht. Es liegt direkt am Ufer des Flusses Douro und bietet eine atemberaubende Aussicht auf die gegenüberliegende Stadt Vila Nova de Gaia, also quasi da, wo wir jetzt gerade herkommen. Die bunten Gebäude mit ihren schmiedeisernen Balkonen und Fensterläden verleihen dem Viertel einen besonderen Charme. In Ribera findet man zahlreiche Restaurants, Bars und Cafés, in denen man typisch portugiesische Gerichte und Getränke genießen kann. Auch die berühmten Rabello-Boote, die früher zur Beförderung von Portwein dienten, legen hier an. Und man kann eine Bootsfahrt auf dem Fluss unternehmen. Haben wir gerade nachgefragt, geht leider mit Hunden nicht. Müssen wir mal ohne Nusa machen. Tagsüber ist Ribera ein geschäftiges Viertel mit vielen Touristen, aber abends verwandelt es sich in eine lebhafte Gegend mit Musik und Unterhaltung. Ein Spaziergang durch die engen Gassen und entlang des Flusses Douro ist ein absolutes Muss für jeden Besucher in Porto. Das ist das, was ChatGPT sagt. Und jetzt kommt das, was ich sage. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, Städte sind schon cool, aber meistens möchte ich auch wieder weggehen. Aber hier in Porto habe ich von Anfang an eine richtig, richtig tolle Atmosphäre wahrgenommen und ich fühle mich hier richtig wohl. Was natürlich auch daran liegen kann, dass wir direkt im Stadtzentrum in einer ruhigen Gegend parken. Aber ich finde auch das Wetter, die Leute, und die ganze Atmosphäre hier drumherum ist einfach fantastisch. Wir genießen jetzt noch ein bisschen das Schlendern durch das Ribera-Viertel und machen uns auf den Weg zur nächsten Aktivität, vorgeschlagen von ChatGPT. Bevor wir aber weitergehen, und zwar gucken wir als nächstes die Kathedrale von Porto an, hat ChatGPT mir einen Vorschlag gegeben, was ich filmen soll und wie ich das filmen soll. Und zwar hat er mir vorgeschlagen, einen Zeitraffer zu machen. Und ja, das werde ich doch jetzt hier mal tun und dann kann man mal sehen, wie viele Leute hier durchlaufen. Es ist nämlich ganz schön viel los, aber es ist auch nicht verwunderlich. Es ist auch echt ein schönes Viertel. Kathedrale geschafft. Also ich sag mal so, wer hier in Porto viel läuft, der bleibt sportlich, denn es geht sehr, sehr oft irgendwelche Hügel rauf und runter. Aussicht hinter uns ist auf jeden Fall schon mal sehr genial und jetzt schauen wir mal, was die Kathedrale hier zu bieten hat und vor allem, was ChatGPT zu dieser Kathedrale zu sagen hat. Überall hier in Porto hat man super viele Straßenmusikanten und natürlich auch hier oben an der Kathedrale. Ich hoffe, das stört jetzt nicht so sehr, während ich hier ein bisschen was über die Kathedrale erzähle, beziehungsweise das, was ChatGPT sagt, beziehungsweise schreibt. Also ich werde es jetzt mal kurz zusammenfassen. Insgesamt sagt ChatGPT, ist die Kathedrale von Porto ein architektonisches Meisterwerk und mitten im Zentrum von Porto gelegen, auch ein absolutes Muss. Jeden, der das hier besucht. So, und jetzt meine Meinung. Ich finde das hier richtig schön, muss ich euch sagen. Kleine, enge Gassen überall außenrum. Die Atmosphäre hier oben, wie ich schon vorhin gesagt habe, ist toll. Ich weiß nicht, warum das hier in Porto so besonders ist, aber es ist irgendwie wahnsinnig schön. Und ja, wer uns kennt, der weiß, Kaffee finden wir ganz schön heiß.
und deswegen habe ich natürlich ChatGPT gefragt, was ist los in Porto und Café? Und er hat mir tatsächlich ein sehr, sehr altes Café ausgespuckt. Das gibt es und da gehen wir jetzt auch hin. Dann bin ich mal gespannt, wie es da aussieht. Ich glaube, es ist so das komplett andere Café, was wir sonst so besuchen, aber es ist ein historisches Café in Porto und ja, das wollen wir uns mal anschauen. Let's go! Ja, da sind wir doch mal gespannt, wie das Café jetzt so ist. Stehen auch direkt davor und gehen jetzt auch mal rein, ne? Ja. Oder vielleicht setzen wir uns lieber raus. Ich weiß nicht, ob man mit dem Hund da rein kann. Draußen sieht aber alles ziemlich voll aus. Ja, ich war gerade drin im Film, sieht richtig schön aus drinnen, ne? Also ist schon ein ganz besonderes Café, finde ich. Ist auch richtig voll, voll cool, richtig coole Atmosphäre und wie ich rauskomme, wird hier auf einmal ein Tisch frei. Cool. Richtig cool, da waren auch schon zwei andere Leute, die wollten sich hinsetzen, aber ich war zuerst da. Aha. Aber ja, ist ja noch Platz, ich habe dem Kellner gerade gesagt, dass wir gerne teilen. Also wenn ihr hier seid und das Video gerade seht, dann setzt euch gern zu uns. Was gibt's denn hier Leckeres? Ein Breakfast, Afternoon Tea. Ich glaube, wir gehen wieder. Also, Americano kostet 6 Euro. Nicht mal im Specialty Coffee ist es so teuer. Und ein Thunfisch-Sandwich, also das ist jetzt das erste, was ich hier in der Karte sehe, kostet 20 Euro. Ja, krass. Also, mir ist der Hunger vergangen. Ich glaube, das ist nicht unsere Society. Klasse. Ein Teller Nudeln kostet 36 Euro. Meine. Ist ja okay, soll ja so teuer sein, aber. Schon extrem teuer. Hier sitzen auch nur die Leute mit Louis Vuitton-Tasche. Ich glaube, das ist nicht das Richtige für uns. Wir haben keine Louis Vuitton-Tasche. Das hat ChatGPT hier uns erzählt. Hätte das mal ruhig noch mit erwähnen können. Ja, hätte sagen können: David und Melli, ich habe euer letztes Video gesehen. Ihr verdient jetzt auch nicht so arschviel Geld, deswegen macht lieber nur Fotos. Ja, nur 36 Euro. Ja, jetzt. Gehen wir, bevor der Kellner kommt. Komm. Der Kaffee ist ein bisschen teuer. 5 Euro für einen Espresso. Eine lacht, die anderen lachen schon, weil die schon verstehen, was sie hier erzählen. Ja, die haben sich das bestimmt auch gedacht, aber die hatten keinen Mut aufzustehen und zu gehen. Das ist schon ein bisschen komisch, aber komm, wir gehen. Schnell, komm. Meinst du, ich weiß nicht, ich schäme mich auch. Komm, wir gehen. Ich schäme mich zu gehen. Ja. Komm, wir lassen einfach die hier. Wir machen den Platz. Die passen hier gut hin. Ja, komm her. Wir sind fertig. Kannst dich hinsetzen, war sehr lecker. Sieht jetzt aber nicht aus wie ein Spezialitätencafé. Nee, wir haben einen kleinen Halt gemacht. Wir müssen jetzt hier nämlich eine Spezialität kosten, die es hier in Portugal gibt. Und das hat uns ChatGPT vorgeschlagen. Also probieren wir das jetzt mal aus. Also die Spezialität, also das, was wir essen sollen, hat uns ja ChatGPT vorgeschlagen, ne? Nicht das Café. Achso, ja, genau. Oder das Restaurant. Das wollte ich damit sagen. Ja, bin auch mal gespannt, wie es schmeckt. Wir haben auch ein bisschen Hunger jetzt nach der ganzen Lauferei. Ja. Ne? Das ist übrigens Bacalhau, nennt sich das. Eine portugiesische Spezialität. Das ist Stockfisch, ist da drin, ne? Glaube ich. Und schmeckt's hier? Sehr fischig. Es ist halt so Weltfisch. Ja, lecker, sieht anders aus. Geht so. So, also mir hat es sehr gut geschmeckt. Aber wir mussten dann schnell einräumen und los, weil Melly war so hangry. Und. Ja, jetzt sitze ich hier am Café, aber irgendwie habe ich Melli verloren. Die war die ganze Zeit hinter mir und jetzt ist sie weg. Ich hoffe nicht, dass die umgekippt ist vor lauter Hangry. Müsste aber auf jeden Fall gleich kommen. Und dann gibt es hier einen Kaffee mit so einer schönen Aussicht.
Ja, Freunde, passt wirklich auf. Ne? Es ist jetzt mittlerweile der nächste Tag und ich muss wirklich sagen, wenn man hangry ist, gehen so viele unnötige Stunden verloren. Jedes Jahr, jeden Tag, weltweit verlieren so viele Menschen Lebenszeit, weil sie hangry sind. Gell, Schatz? Also wir haben unsere Hangry-Zeit, überwunden und ich muss sagen, heute ist es der neue Tag und wir haben jetzt gefrühstückt, Kaffee getrunken und uns ja was Kleines essen mitgenommen, damit dieser Hangry-Punkt heute uns nicht wieder erreicht. Das konnte ChatGPT natürlich nicht vorhersehen. Also machen wir jetzt einfach weiter und gehen zur nächsten Aktivität. Zu. Ja, wir sind nämlich unterwegs zum Klerigos-Turm, den uns ChatGPT vorgeschlagen hat als ja, unbedingte Sehenswürdigkeit. Und er ist von hier so ungefähr 1,5 Kilometer entfernt. I'm gonna tell you that I love you 100 times a day, yeah. You'll get tired of my voice, that's how much I'm gonna tell you that I'll miss you. I'll miss you. Ja, also noch sind die Restaurants hier leer. Wir sind gerade auf dem Weg zu diesem Turm und wir werden laut ChatGPT sollen wir noch ein bisschen was probieren. Zum einen gehört natürlich ja, was zu essen und was zu trinken hier in Porto. Und Porto ist bekannt, das wisst ihr vielleicht, für seinen Portwein. Hast du es gewusst, Schatz? Porto, ja. Portwein. Ja. Das ist ein sehr, sehr starker Wein und glaube ich wird auch so zum Dessert getrunken. Ja, weil er ist auch sehr süß. Stark und süß, wie so ein Likör eigentlich, hat ja uns die eine erklärt. Genau. Und das werden wir nachher mal probieren. Und dann gibt es auch noch drei Sachen, die wir probieren sollen. Francesina, das ist ein Sandwich. Bacalao, das ist dieser Fisch, den ich schon probiert habe. Genau. Nachdem wir beide hangry geworden sind. Und Pastel de Nata, das esse ich hier fast täglich, wenn wir in der Stadt sind. Habe ich aber auch schon probiert. Und ja, vielleicht nachher beim Kaffee nochmal. So dieses Francesi, wie heißt das? Ich glaube Francesina, ich blende es nochmal ein, wie es heißt. Genau, ich glaube, das ist so ein typisches Sandwich, das werden wir nachher mal probieren. Ich bin gespannt, das habe ich noch gar nicht gehört. Oh, yes, I'm gonna let you know just how much I tell your mama. Ja, jetzt sind wir an diesem Turm, aber ich muss ja ehrlich sagen, ich habe mich ja gar nicht vorbereitet und deswegen muss ich auch erstmal nachschauen, was ChatGPT dazu eigentlich sagt. Es ist ein berühmtes Wahrzeichen von Porto und ein Muss für jeden Besucher der Stadt. Es befindet sich ja auch in der Nähe der ältesten Bibliothek Portos und da hat sogar eine interessante Geschichte. Ist ein architektonisches Meisterwerk. Und in der Nähe des Turmes gibt es eine Vielzahl von Restaurants und Cafés. Und wenn wir hier am Turm sind, sollte man auch unbedingt die Gelegenheit nutzen, den Turm zu besteigen und die atemberaubende Sicht auf Porto zu genießen. Ja, also Turm besteigen ist ein bisschen schwierig, wegen Hund. Deswegen werden wir das, glaube ich, nicht machen. Wir hatten ja schon ein paar wunderschöne Aussichten hier auf Porto. Aber falls ihr Lust drauf habt, wisst ihr, dass ihr jetzt den Turm besteigen könnt. Und man merkt auf jeden Fall, dass heute Wochenende ist. Es sind richtig viele ja, Menschen hier unterwegs. A, richtig viele Touribusse gekommen. Junggesellenabschiede haben wir richtig viele gesehen. Und als wir vor 2 Tagen am Donnerstag hier waren, war es weitaus ruhiger. Also nur für euch zur Info, je nachdem, was ihr bevorzugt. Aber heute ist auf jeden Fall sehr schönes Wetter. Es ist auch voll okay, dass so viel los ist. Ist überhaupt nicht schlimm. Und ich würde mal sagen, wir gönnen uns eine kleine Pause hier in diesem Park und dann laufen wir zu der ältesten Bibliothek Portos, wenn nicht sogar ganz Portugals. Occasionally I need to breathe. Stop me for a second, I got needs. Occasionally I set them free. Don't hold me back now, I'm in the lead. This ja, also die Bücherei ist jetzt hier hinter uns und ChatGPT hat uns schon vorgeschlagen, eher sehr früh da zu sein, um lange Warteschlangen zu vermeiden.
Das haben wir mal vorher durchgelesen. Schaffen wir natürlich nie, früh morgens rauszukommen. Wir sind einfach Langschläfer. Das Schlimmste. Nein, wir schlafen gar nicht lange durch den Musa. Wir sind schon halb acht wach. Aber wir chillen halt einfach gerne. Kaffee trinken in Ruhe. Und das ist der Grund, warum wir früh morgens nicht rauskommen und deswegen uns auch die Bücherei jetzt nicht von drin angucken können. Ja, wollen uns da jetzt auch keine Stunde anstellen. Aber falls ihr da Lust drauf habt, könnt ihr dann für 5 Euro da reinkommen. Und die 5 Euro werden laut ChatGPT auch verrechnet, wenn ihr da drin irgendwas kauft. Es soll sehr, sehr schön sein. Wir kommen da jetzt aber halt irgendwie nicht rein. Also seht uns nach und wir machen weiter. Denn ChatGPT hat als nächste Aktivität vorgeschlagen, eine kleine Kaffeetour hier zu machen. Und es gibt tatsächlich 3 gute Cafés hier in der Gegend. Und wir sollen 3 portugiesische Kaffeespezialitäten probieren. Ja, das hört sich sehr gut an für uns. Da machen wir uns jetzt mal auf den Weg. Das nächste Café ist 10 Minuten entfernt und da laufen wir jetzt hin. Hier ins Café gesetzt. Das Café heißt so. Einfach so. Und wir haben uns jetzt einen Flat White und einen Cappuccino bestellt. Das ist mit derselben Bohne gemacht, aber schmeckt komplett anders. Also ich finde das immer wieder so krass, wie man das merkt. Weil wenn wir bei uns im Van was machen, dann machen wir immer dasselbe. Also Flat White oder Cappuccino, weil es halt einfach einfacher ist. Aber im Café bestellen wir ganz gerne mal auch was anderes. Und dann probieren wir beide und es ist ein krasser Unterschied. Und wir haben jetzt hier auch natürlich nach den Spezialitäten gefragt, die uns ChatGPT gesagt hat. Und er hat mich in eine brenzlige Situation gebracht, denn die eine Spezialität, die heißt Bica, da haben sie alle gelacht, das sagt man hier in Porto gar nicht. Das ist so ein Lissabon-Ding. Und man muss wissen, Porto und Lissabon, die zwei sind sich schon so ein bisschen nicht gerade die besten Freunde. Deswegen mussten die da alle ganz herzlich lachen und sagten auch, bestell das hier am besten in keinem Café. Es ist aber ein klassischer Espresso, der einfach Bica genannt wird. Und das andere ist Galao. Das ist nicht wirklich eine Spezialität, sondern eher so ein normales Kaffeegetränk. Neben normalen Kaffee kriegt man das. Das wäre wie ein Kaffeelatte, nur in einem schmäleren Glas. Und die dritte Spezialität, die ChatGPT uns genannt hat, das ist keine wirkliche portugiesische Spezialität. Das ist nämlich Ristretto, was ChatGPT vorgeschlagen hat. Es ist eine italienische Spezialität, ein verkürzter Espresso. Und wer mehr über Kaffee erfahren möchte, der schaut doch gerne bei uns in unser Coffee-E-Book How to Coffee rein. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und da haben wir ganz viel Arbeit und Liebe und unser ganzes Wissen reingesteckt. Naja, nicht das Ganze. Es ist noch ein bisschen was übrig geblieben für die nächsten Bücher. Aber schaut doch gerne mal da rein und wir trinken jetzt hier unseren Kaffee und machen dann gleich weiter mit der Kaffeetour. Mal gucken, was wir so noch erfahren. Ja, das nächste Café ist dog-friendly, ne? Sehr cool. Dann gehen wir mal rein. Das mögen wir doch. I was down and out and nothing seemed to come my way. Here I go, this time I let it go. I never listen to what others say. So come and see, no matter what I do, head first into this hurricane. Yes I know, head high, let it go. But it hits me like a pouring rain. Ja, richtig schön in dem Café. Und vor allem auch ein hundefreundliches Café, wie ihr gesehen habt. Er wurde gestreichelt und hat sich da sehr wohl gefühlt. Kaffee war auch sehr lecker, haben auch ein Stückchen Päckchen Kaffee gekauft. Und ich mag das hier total an Porto, oder wir beide mögen das. Es gibt so viele kleine Restaurants, kleine Cafés, enge Gassen. Und das in Verbindung aber trotzdem, so diese Moderne und in Verbindung mit der Geschichte, die es hier so gibt, finde ich mega faszinierend. Das habe ich jetzt gesagt, nicht ChatGPT. ChatGPT schickt uns jetzt weiter und zwar in das WoW-Viertel, World of Wine. Das liegt ganz in der Nähe von unserem Stellplatz und da laufen wir jetzt hin und vielleicht können wir mal gucken, wie Portwein hergestellt wird oder vielleicht erfahren wir etwas darüber, weil ich mir nicht sicher bin, ob wir in dieses Museum mit Hund reinkommen. Alle dieses mit Pommes und da ist irgendwas in der Mitte, das ist dieses Francesina Especial. Ja. Ach, das ist aufgestellt? Ja.
Ja, das ist ein typisch portugiesisches Gericht, vielleicht auch ganz typisch hier für Porto, das weiß ich jetzt nicht. Und zwar ist das Toast mit Kochschinken, Rinderfleisch und einer Soße. Und manchmal gibt es auch noch ein Spiegelei oben drüber. Und ja, hier gibt es anscheinend noch Pommes dazu. Wir haben jetzt nur eins bestellt und teilen uns das. Das kostet 12,50 Euro. Und ich muss dazu sagen, wir essen super selten Fleisch. Aber heute machen wir mal eine Ausnahme und essen das mal. Weil es ja halt auch ja, landestypisch ist und ja, man erkundet ja auch ein Land ein bisschen auch durch sein Essen, finde ich zumindest. Und ja, deswegen no hate in den Kommentaren. Wir gucken mal, wie es schmeckt. Ich bin mal gespannt. Also kurzes Fazit, es ist sehr, sehr lecker. Gehen jetzt weiter, gucken uns noch das Museumsviertel an und für heute Abend haben wir auch noch was Schönes geplant. Aber das seht ihr ja gleich. Die ganzen Dächer, die man von oben sieht, viele davon sind Weinkellereien und zwar uralte, teilweise wirklich 300, 400 Jahre alt. Und Portwein ist hier in Porto schon ein großes Ding. Vor allem bezeichnet man meiner Information nach, beziehungsweise ChatGPT, wenn man glauben darf, den Portwein nur als Portwein, wenn er entlang des Douro-Tals wächst. Und das ist dieser Fluss und das dazugehörige Tal, ja, was wir die ganze Zeit hier schon in diesem Vlog gesehen haben. Und der Wein wurde dann auf diesen uralten Booten hierher gebracht und hier in der Weinkellerei dann weiterverarbeitet. Das Besondere an dem Portwein ist, dass er teilweise in so Fässern reift und dadurch halt so eine Stärke bekommt. Er hat teilweise bis zu 20% Alkoholgehalt oder noch mehr. Ich habe noch nie in meinem Leben Portwein getrunken und wir sind jetzt hier in so einer Weinkellerei. Eine Führung können wir leider nicht mitmachen wegen dem Hund, aber es macht überhaupt nichts. Wir haben uns jetzt hier gut beraten lassen und uns zwei Weine bestellt. Melly hat sich einen Fresh and Fruity, also einen frischen und fruchtigen Rosé Portwein bestellt und bei mir ist es ein Blend. Ein Special Reserve Tawny, der ist zwischen 6 und 8 Jahren alt und den lassen wir uns jetzt mal schmecken, bevor es dann zum Sonnenuntergang an den Fluss Douro geht. Das haben wir uns für uns beide nämlich hier überlegt, ne? Zum Abschluss. Also ganz ehrlich, noch nie Portwein getrunken, aber ich finde es richtig lecker. Ich finde es voll gut und auch überhaupt nicht so süß wie... Also, ja, es verglichen halt wahrscheinlich mit trockenem Wein ist das schon süßer, aber ich finde das jetzt nicht so wie Traubensaft. Ich dachte, das ist jetzt so süß wie Traubensaft. Und jemand hat erklärt, das ist wie ein Likör, aber ich finde, das ist eher wie ein Whisky oder so, nur milder. So ein Whisky-Wein. Whisky-Wein. Also, wir haben uns Whisky-Wein. Wir haben uns entschieden, jetzt zwei Flaschen zu nehmen und dann setzen wir uns gleich mal, wie gesagt, an den Fluss und trinken zwei Flaschen, Lennart. Trinken zwei Flaschen. Ups. Nein, immer mit Responsibility trinken. Trinkt verantwortungsbewusst, Freunde. Trinkt wie ein Pole. Ich sag's euch, Leute, mein Rucksack ist so voll. Wir haben jetzt zwei Flaschen Wein gekauft, wie schon gesagt. Und sogar noch eine Flasche Olivenöl. Mit leicht angetrunkenen Leuten lässt sich anscheinend das beste Geschäft machen. Also wir waren gerade richtig in Shopping-Laune, aber jetzt geht's zum Fluss. Though you might be a liar and cheat you too. I just can't quicken that cause I love. Wir haben jetzt ein schönes Plätzchen hier direkt am Douro-Fluss gefunden und schauen uns jetzt ja, das Ribera-Viertel von hier aus an. Die Sonne geht. Trinken ein Gläschen Wein. Und trinken ein Gläschen Wein auf jeden Fall. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Also ich muss als Fazit muss ich ganz zusammenfassend nochmal sagen, dass ich das schon ziemlich cool finde, was ChatGPT da rausgehauen hat, aber dass es bei weitem noch nicht ausreicht. Also ständig, es gab immer wieder Stellen, an denen ich ja, nachbessern musste oder nochmal nachfragen musste, beziehungsweise halt auch ja, noch eigenen Spirit reinbringen musste. Und auch aber heute. Wenn man halt irgendwie in der Stadt ist und so ein bisschen gucken will, was es da so gibt und welche Sehenswürdigkeiten und das nicht irgendwie anders sich zusammenstellen lassen möchte, ist es. Ja, oder? Ja, ist wirklich ein kleiner Reiseführer durch ja, die Stadt. Für mich wie so ein günstiger, freiberuflicher Mitarbeiter, beziehungsweise Mitarbeiterin. Ich habe ja gesagt, ChatGPT ist eine erfahrene Reiseleiterin.
Finde ich ganz cool, würde ich mir vorstellen, könnte ich mir vorstellen, das auch öfter zu benutzen. Gerade wenn man so ein bisschen jetzt wie wir gerade unter Zeitdruck waren, beziehungsweise ja, es einfach nicht geschafft haben, uns da jetzt ordentlich zu informieren, ist das schon eine ganz gute Sache. Man muss halt immer kritisch bleiben bei allem und halt alles nochmal querchecken, weil ChatGPT ist da auch nicht. Stimmt, wir haben nämlich mal irgendwie nach Cafés gesucht und die gab es dann gar nicht mehr, ja, in dem Ort oder so. Wie alles im Internet, ne? Glaubt nichts, was ihr nicht selber erlebt habt, außer uns natürlich. Moin. Aber klar, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein mit den ganzen Sachen. Fand ich jetzt aber ganz schön. Porto hat uns auch sehr gut gefallen. Ich glaube, hier kommen wir auf jeden Fall wieder zurück. Das ist für uns jetzt auch erstmal die letzte Stadt für eine längere Zeit gewesen. Denn wir planen ja was Neues, haben wir in unserem letzten Video schon angekündigt. Und ja, was das wird, das erfahrt ihr in wenigen Wochen. Und ja, ich würde mal sagen, tschüss. Tschüss. You're going